Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu die Sims 400 Baby Challenge. Diese Folge ist es endlich soweit. Unsere kleine Laila wird zu einem Kleinkind und ich werde mal Play machen. Ah, kein Warten mehr. Was ist das denn? Rahmen? Rahmen. Und Schneewittchen lacht unten. Ich glaube, ich muss mal kurz muss mal ein bisschen lauter machen. So. Okay, Moment. Ein bisschen lauter. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Ach, jetzt. So. Okidoki. Also, wir werden heute unser Kinderzimmer einweihen. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich so. Ich muss ja dazu sagen, ich habe zwar Bilder gesehen von den kleinen Kindern, aber ich habe es bis jetzt vermieden, irgendwelche Videoausschnitte oder irgendwelche Let's Plays zu gucken, wo Kleinkinder schon vorkommen. Das heißt, es ist für mich das erste Mal, ein Kleinkind in die Sims 4 zu sehen. Also natürlich auf Bildern, aber Bilder zählen nicht. Bilder zählen in diesem Sinne nicht. Und mit ihm zu spielen. Ich habe jetzt leider noch nicht nachgeguckt, wie wir das machen, ob wir es einfach normal altern lassen. Apropos altern. Moment. Altern ist an. Okidoki. Ob wir es normal altern lassen oder ob wir uns einfach die Sims 3-Regeln zunutze machen. Weil ich glaube nicht, dass es... Oder ich glaube nicht zu wissen, dass es schon Regeln für die 100-Baby-Challenge gibt, was Kleinkinder betrifft. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Wer ist das hier eigentlich? Herausforderungsleitung. Was hat die denn für eine Herausforderung? Die gute Jasmine. Mit der Schneewittchen, dann komm doch einfach her. Und wer bist du? Joseph. Joseph. Die sieht auch immer anders aus, ne? Schneewittchen? Kommt sie mit ihrem Rahmen? Hey, 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 warte mal kurz. Ey, du. Ach ja, stimmt. Das ist ja Beziehungsboost-Woche. Nach Dreifach-Boost warten. Fragen warten. Was? ja, ich glaube, sowas brauchen wir nicht. Okay, Entschuldigung, dass ich dich aufgeschreckt habe. So, ich würde sagen, wie geht's dir denn? Kriegst du nicht bald ein Kind? Nee, noch nicht. Oh, sieht alles gut aufgefüllt aus. Dann würde ich sagen, ernten wir mal ein bisschen, um wieder ein bisschen Kohle reinzuspülen, weil ich glaube, die nächste Rechnung ist gleich um die Ecke. Und hier muss ich, glaube ich, noch automatisch... Alle Lichter. So. Ach, wie schön, wie schön. Knarzt. Mein Schreibtischstuhl, der knarzt immer so, wenn man sich bewegt. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Wenn nicht, dann können es auch meine Knochen sein. So, die Kiddies sind in der Schule und Laila geht's soweit ganz gut. Guti, guti, gut, gut. Oh, schon fertig? Krass, das ging ja schnell heute. Sieht alles wieder tippitoppi aus. Ich spule mal ein bisschen vor, weil das Ernten, das kennen wir ja jetzt. Ja, jetzt. Ich habe heute Doppelwortschöpfungen. Sie lässt sich heute aber auch Zeit. Ist ja ein bisschen schneller.
Ach ja, wer ist denn eigentlich der? Ach, ich habe immer noch kein Foto gemacht von irgendjemandem, ne? Buddy. War Buddy, mit dem wir vor kurzem erst geschlafen haben? Weiß es nicht mehr. Oh, es ist schon so lange her. Oh, leider geht's nicht so gut. So, die Kiddies sind auch wieder zu Hause sozusagen. Denen geht's auch nicht so gut. Das ist schön. Allen geht's schlecht. So. Oh, das ist jetzt wirklich ein bisschen laut. Ich mach mal wieder ein bisschen leiser. Lorenzo, möchtest du zu meiner Geburtstagsparty kommen? Nein, wir haben keine Zeit. Wir warten auf unser Kleinkind. Schmutzige Windeln wechseln. Ernten können wir auch dann noch, Schneewittchen. So, was ist mit euch, so Phase? Dir geht's gut. Du brauchst nur Spaß. Den holst du dir gerade. Du brauchst auch Spaß. Du duschst und du gehst zum Baby, aber du müsstest eigentlich auch baden. Dann nimm mal ein Schaumbad. Okay. Du brauchst nur Spaß. Du musst auch dich duschen. Dich hier waschen, dich hier reinigen. Schneewittchen. Och. Manchmal ist sie wirklich keine gute Mutter. So, während sie das macht, kann ich ja mal hier ein bisschen was verkaufen. Schmuck. La la la. Wow, die Drachenfrüchte, die bringen dermaßen gut Geld. Das ist super. So viele Tomaten. So. Moment. Okay, du machst jetzt das am Computer. Weiterverkaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Layla ist älter geworden. Ich glaube, mein Random Creator Sim Dings Webseite, die hat das noch gar nicht. Okay, wir gucken mal. Das Kleinkindalter. Den ganzen Tag mit Spielsachen spielen, die Welt entdecken und die Kommunikation mit Worten lernen, anstatt einfach loszuheulen. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um im Hinblick auf die Zukunft mit dem Fähigkeitenaufbau zu beginnen. Okay. Aha. Oh, das sind ja aber andere Merkmale. Warte mal, ich gucke mal eben. Aha, die Leute der Webseite haben mitgedacht. Ich habe das eben mal gemacht und zufällig ist Laila ganz wild. Das hört sich irgendwie komisch an. Okay, geistreich und voller Energie. Diese kleinen Kinder lieben es, Dinge zu erkunden und werden energiegeladen. Sie bauen etwas schneller Bewegungsfähigkeiten auf. Wenn sie eine Weile nicht draußen waren, werden sie traurig. Oh, okay. Oh, dann zeig dich mal, du kleine Maus. Moment, Moment, Schneewittchen. Schneewittchen, das ist dein erstes Kleinkind. Hallo. Wir schaffen es gleich mal ins Kinderzimmer. Kleinkind überprüfen. Oh, wir überprüfen es erstmal, ne? Hallo. Oh, du bist so süß. Ich glaube, ich werde auch gleich mal in den Cars-Modus gehen und es ein bisschen umgestalten. Oh, aber es kann ja schon laufen. Ich dachte, man muss denen das erst beibringen. Schneewittchen, überprüf mal dein kleines Leiderkind. Oh, ist das süß. Oh mein Gott, ist das süß. Huch. Oh. Okay, wir nehmen sie mal hoch. Toll.
Oh, du bist so süß. Du wirst gleich noch viel süßer. Oh, guck mal, die großen Augen. Oh. Und schöne Augen hat sie. Hoch. Jetzt war sie weg, so schön blau. Okay, blau-grau eher. Ich gucke mich mal schnell hier um. Was gibt's denn hier so? Fähigkeiten haben wir noch nicht. Das ist ganz normal. Wild. Wie lange ist sie jetzt? 7 Tage. Okay, es geht eigentlich. Aber es ist jetzt. Okay. Egal. Achtsamkeit, das ist was anderes. Was haben die Erwachsenen da? Sozial. Ach so. Es ist eigentlich das Gleiche. Okay. Es heißt nur anders, Achtsamkeit. Okay, wir bringen das kleine Pupsmäuschen mal hier hin. So. Oh Gott. Ich, oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Gewürzfestival, okay. Willkommen in deinem kleinen Reich. Boah, was ist denn hier los? Steff. Hallo, ich muss einfach mal raus. Hast du Lust, mit mir ins Restaurant zu gehen? Nein, wir können jetzt leider nicht. Wir haben ein Kleinkind. Toll. Muss es denn selbst an so ein. Ach, scheiße. Ich guck mal eben. Outfit ändern. Ich mach das mal mit. Du bist gerade in der Nähe. Nee, nicht Outfit ändern, sondern Outfit planen. Toll. Huch. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, was denn Kleinkinder so lernen können, wenn sie denn schon laufen. Töpfchen müssen sie auf jeden Fall gehen. So. Ein kleiner Wonneproppen. Ist das wohl. Ich habe auch ein bisschen Custom-Content runtergeladen. Danke dir nochmal, liebe Sunshine, für den Tipp. Daran habe ich nämlich gar nicht gedacht. Okay, dann wollen wir doch mal erstmal den Hut. Sie sieht ein bisschen aus wie das Kind von Angelina Jolie und Brad Pitt. Das, was ein Junge sein möchte. Süß. Und blond. Sie ist blond. Unser erstes blondes Kind. Krass. Das ist wirklich krass. Ich gucke erstmal hier bei den Frisuren. Oh. So putzig. Gott. Gibt es keine normalen langen Haare? Hätte mir noch mal ein paar Frisuren runterladen sollen. Ich nehme mal das hier. Das sieht ganz süß aus. Ein blondes Mädchen. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, das ist das von Victor, oder? Ich muss dann gleich noch mal in den Stammbaum gucken. Jetzt haben wir hier Brillen. Und sonst nix. Okay, dann gehen wir mal. Zum Anziehen. Oh. Oh. Okay, es gibt halt noch nicht wirklich viel Auswahlmöglichkeiten. Deswegen ist es wahrscheinlich ganz gut gewesen, dass ich hier ein bisschen was runtergeladen habe. Das ist auch sehr süß. Ich gucke mich erstmal kurz um. No. Das ist ja schon süß. Ist ja schon echt putzig. Okay. Hier gibt es ein bisschen mehr. Das ist wahrscheinlich eher sowas wie ein Pyjama. Die fand ich super süß. Weiß nicht, ich mag diese. Ich glaube, ich ziehe eine von denen an. No. Und das ist auch süß. Aber das ist, glaube ich, eher ein Schlafanzug. Und das natürlich auch. Ich glaube, ich bleibe mal bei dem. Oder?
Guck mal, was es hier noch gibt. Die ist so süß. Ah, wir haben hier noch Hosen. Und Röcke. Oh, oh, wie süß. Oh, das ist ja auch süß. Ich habe da sogar eine Mickey Maus oben. Und Schmetterlinge. Okay, wir machen mal. Welches hatte denn? Das hat sie jetzt an. Und die Socken. Da. Socken weg, Schuhe weg. Erstmal gucken, was wir hier so alles haben. So, ich würde sagen, wir bleiben mal bei dem. Und dann irgendwie ein süßes T-Shirt oder ein Pullover. Das ist ganz putzig, aber es ist halt jetzt einfach nur eine Strumpfhose. Nee, das ist die Schlüppi. Vielleicht sowas. Ich bleib bei dem, was ich als erstes hatte. Welches nehmen wir denn? Das hier. Der sieht süß aus. Okay, ich lasse das jetzt erstmal so. Schuhe brauchen wir auf jeden Fall noch. Auch schön bequemes. Sowas hier zum Beispiel. So. Kann ja auch mal was schön Farbiges dazu nehmen. Da, ein bisschen verrückt. Ein bisschen verrückt können wir sein. Hier. So, weiße Schuhe. Und dann hätte ich gerne das hier. Ich glaube, wir bleiben einfach in dem Blauton. Aber eine Strumpfhose kriegst du an, mein Fräulein. So. Muss ja auch schön unbequem sein. Huch. Ah. Huch. Eigentlich sieht das... Manu. Sieht das schon voll putzig aus. Aber vielleicht nehmen wir auch das hier. Was haben wir hier noch? Oh, hier haben wir auch ganz viele Möglichkeiten. Oh Gott, das sieht auch süß aus. Oh. Hier ein kleines Monster. Oh. Ich nehme das. Da sind Cupcakes drauf. Und was ist da noch? Oh Gott. Schaf und die Elefanten. Komische Elefanten. Eine lachende Regenwolke und Kuchen. Ja. Das behältst du an. Aber warte mal. Ich möchte nochmal schnell gucken, ob es da irgendwie Hausschuhe... Nee, keine süßen Hausschuhe. Das ist schade. Egal. So, vorgefertigte Looks. Schauen wir doch mal hier rein. Okay. Und das ist... Oh Gott. Oh mein Gott. Ein Einhorn! Also ich muss sagen, das ist echt süß. Gucken hier nochmal. Ein Einhorn. Die Brille fetzt. So, machen wir hier mal rote Schuhe. Ein Strumpfhöschen noch schnell. Ah, 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 ah. So. Die Brille. Nein. Die Brille. Achso, sie hat gar keine Badeklamotten. Na gut, dann meinetwegen kriegt sie die Brille noch. Ja. Oh, wie schön. Unser erstes Kleid. Oh, ich freue mich so sehr. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich gerade freue. Und ich glaube... Müsste mir noch dieses Tablet holen.
Obwohl ich das nicht will. Eigentlich hätte sie noch diese Feenflügel, aber die gibt es, glaube ich, noch nicht für Kleinkinder. Sie kann sich ja später entscheiden, ob sie eine Fee sein möchte oder nicht. Ladebildschirm. Oh. Oh, wie süß. Aber sie kann... So. Yaffis Bar. Hier hingehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie schon laufen kann. Bewegungsfähigkeit erworben. Kleinkinder, die sich auf Bewegung konzentrieren, kommen ganz schön in der Welt herum. Mit der Bewegungsfähigkeit können kleine Kinder schneller gehen, laufen, Treppen steigen und tanzen, tanzen, tanzen. Kleinkinder können sie verbessern, indem sie herumgehen, mit Stapelblöcken bauen, tanzen oder mit Erwachsenen ringen. Mit Erwachsenen ringen? Also können wir doch schon Treppen laufen? Ah ja, ist jetzt auch egal. Okay, eigentlich bräuchten wir hier noch so ein kleines Radio. Was können wir denn mit dir machen? Bücherhilfe? Essen, Getränk, hoch, brabbeln, Bad. Mensch, die kleinen Kinder können in die Sims 4 echt viel als Betreuer annehmen. Hilfe, Aktionen, gemein, weggehen. Flashkarten. Ich gucke nochmal schnell im Baumodus. Wir haben ja schon ein bisschen was gekauft damals. Aber ich weiß nicht mehr. Irgendjemand hat das wahrscheinlich weggeräumt. Hier sind die Bauklötze, ne? Das sind die Stapelblöcke, genau. Räumen die mal hier ins Kinderzimmer. Okay. Hallo? Kleinkinder, Kinder. Kleinkinder. Was haben wir denn? Kommunikationsfähigkeit, Fantasiefähigkeit, Bewegungsfähigkeit, Denkfähigkeit. Spaß. Töpfchenfähigkeit. Puppenhaus. Den Schmetterling müssten wir eigentlich auch irgendwo haben. Schmetterling. Vielleicht brauchen wir das Tablet gar nicht, weil irgendwie will ich mir das nicht holen. Wo ist denn jetzt der Schmetterling? Irgendjemand hat ihn weggeräumt. Ist der hier oben drinne? Was haben wir hier? Kreativ und Fantasie. Kreativ, sozial, Fantasie. Ach so, nur für Kleinkinder Fantasie. Fantasie, Fantasie. Bewegungsfähigkeit, Denkfähigkeit. Kommunikationsfähigkeit und Fantasie. Und hier haben wir alles sozusagen in einem. Ich überlege nämlich gerade. Dich lasse ich oben. Ob ich hier noch so einen großen Bären hinstelle. Der passt hier nicht hin. Ist der hier hin? Verdammt. Der passt hier hin. So passt er hin, oder wie? Aber so nicht. Hä? Das ist merkwürdig. Was haben wir denn hier für Objekte? Hier würde er hinpassen. Moment. Halt. So. Guck mal schnell.
dass ich den hier mal so hinstelle. Achso. Aha, okay, es lag also an dem kleinen Kerl da. Ihr hopst gleich. Dann mache ich den mal ein bisschen näher an den Stuhl. So. Da müsste das jetzt eigentlich gehen. Ich guck mal schnell, ob sie damit interagieren kann. Brabbeln. Ups. Sagt sie jetzt irgendwas? Ah. Okay. Kommunikationsfähigkeit erworben. Sprechen ist ein großer Schritt für ein Kleinkind. Mit der Kommunikationsfähigkeit erlernen Kleinkinder weitere anspruchsvollere Sozialaktionen. Sie wird verbessert, wenn das Kleinkind mit anderen spricht. Süß. Zuschauen. Wir lassen sie einfach mal ein bisschen rumtapsen. Boah. Ist das voll merkwürdig, hier so ein kleines Kind? Oh. Oh, wie süß. Okay, Denkfähigkeit erworben. Mit der Denkfähigkeit haben Kleinkinder weniger Tobsuchtsanfälle und sind besser in der Lage, sich um sich selbst zu kümmern. Kleinkinder sind weniger trotzig und können ihre Bedürfnisse erfüllen. Sie können die Denkfähigkeit durch Neugierde, Spielen mit Flashkarten oder Stapelblöcken oder dem Tablet verbessern. Oh. Ist das süß. Es ist so schön, ein Kleinkind hier zu haben. Oh. So viele große Geschwister, ne? Oh, Schneewittchen schläft schon. Oh nein, haben wir schon wieder eine große Mu-Pflanze? Ja, haben wir. Hallo. Mu-Bär der Zweite. Okay, oh je, ich bin auch schon wieder echt über der Zeit. Aber ich freue mich so. Das ist schön. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal. Geht's jetzt aufs Töpfchen? Oh, wie toll. Töpfchenfähigkeit erworben. Mit Toilettentraining gehören schmutzige Windeln bald der Vergangenheit an. Mit der Töpfchenfähigkeit lernen Kleinkinder aufs Töpfchen zu gehen. Kleinkinder können sie verbessern, indem ein Erwachsener sie unterrichtet. Oh, okay, das ist noch wie bei Sims 3. Alles klar, okay, dann mache ich jetzt Schluss und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und falls ihr Lust habt, ich mache mal ein kleines bisschen Werbung, streame ich auf Twitch die Asylum Challenge. Wann, weiß ich nie. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber ich sage vorher Bescheid. Deswegen wäre schön, wenn ihr da vielleicht auch Lust habt, mal vorbeizuschauen. Ihr müsst natürlich nicht, ihr könnt das hier alles ganz zwanglos genießen. Wir sehen uns bis dahin. Bye, bye.